Schön, dass du da bist in unserer 5. Episode zum Podcast Happy in Harmony. Ich bin Alexandra Aldinger. Ja, und ich bin Michael Müller. Boah, super schön, dass du da bist. Richtig klasse. Ja, wir freuen uns heute auf das besondere Thema, wie ich finde, Ressourcen. Ja, und da haben wir uns auch einen guten Titel für einfallen lassen, glaube ich. Ne? Eigenlob stinkt. Obwohl wir gleich mal bei, was für ein Schwachsinnsaussage, was ein Schwachsinn? Oder? Was? Eigenlob stinkt. Ist so eine Schwachsinnsaussage. Aber letztendlich geht es ja darum, oder? Ja. Es geht doch darum. Es geht letztendlich um Eigenlob. Also unser Titel heißt. Darf ich den jetzt sagen? Ich sage den jetzt auch. Denn hinter jeder Wolke steckt ein Sonnenschein. Aber du hast ja das davor vergessen. Wecke die Ressourcen. Ach, das habe ich vergessen. Aber ich meine, jeder Wolke steckt. Ja, aber ich meinte ja nur diesen Satz, wecke die Ressourcen, das meinte ich ja nicht. Ne? Aber das mal so. Ja. Okay, genau. Also es geht um Ressourcenaufbau, um Stärkenaufbau, sagen wir auch. Ja, die sind enorm wichtig. Warum? Ja, weil die Kinder oft nur so das Negative erlebt haben. Die kommen von der Schule nach Hause und haben erlebt eine schlechte Note oder die Lehrerin sagt, das kannst du nicht. Mitschüler sagen, das kannst du nicht. Und so wachsen die auf. In diesem Bewusstsein wachsen die auf und können bestimmt, wenn es um Stärken und Schwächen geht, Schwächen können sie 50 aufzählen. Und bei Stärken, da fällt ihnen dann oft gar nichts ein. Ja. Genau, da haben wir öfters, wenn wir dann sagen, was kannst du super oder was kannst du gut, da kommt dann oft, ich bin hilfsbereit. Oder ich bin nett. Ja, oder ich bin freundlich oder ich bin zuverlässig. Ja, das ist auch so klassisch. Wir haben zum Beispiel, wir geben Berufscoachings auch und in den Berufscoachings ist auch ganz nett. Also wir machen diesen Stärkenaufbau, um das nochmal zu sagen, machen wir sowohl in Einzelcoachings, in Trainings, in Berufscoaching, also immer. Mhm. Das lassen wir nie weg. Warum? Weil es so elementar wichtig ist. Das geht mit einfachen Übungen, die wir dann gleich nachher auch alle sagen oder viele davon auch erklären, die du dann zu Hause machen kannst. Aber es ist ganz elementar. Ja, es ist so ein einfaches Werkzeug, wo du ganz viel mit bewirkst. Vor allen Dingen erkennst du auch ganz schnell diese Veränderungen, ja, in den Gesichtern der Kinder, der Jugendlichen. Ja. Wenn sie über ihre Stärken sprechen, sie wachsen. Du siehst sie förmlich wachsen, indem wenn sie sprechen. Kannst du dich erinnern an das Berufscoaching, das wir jetzt bei den Geflüchteten gegeben haben, in dieser Berufsschule? Ja. Und das war echt der Hammer, weil wie die dann, also erst sagen sie alle immer zuverlässig, pünktlich, sauber, hilfsbereit, ordentlich, genau. Also es gibt 5 und jeder nennt irgendwie so 3 von diesen 5. Die haben sie gelernt. Ja, das ist doch auch wieder so. Wer lernt ihnen denn die? Tja. Weil die deutschen Firmen das erwarten, weil die deutschen Firmen das nicht oder Geschäftsführer von Firmen oder die Führungspersonen, die Leute einstellen, nicht checken, dass das alles aufgesetzt ist. Mhm. Was für ein Quatsch, oder? Mhm. Und dann, wenn man dann aber mit denen arbeitet, habe ich aber gesagt, dann ist es so, dass wir merken, wenn wir die wirklichen Ressourcen wecken, also die wirklichen Stärken, wie die dann strahlen, ja, wie die dann sich aufrichten, die verändern die Körperhaltung, die lachen. Und das geht mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Das ist völlig egal, in welchem Alter. Ja, die atmen schon anders, die haben ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist ein Riesenunterschied. Irre, da ändert sich auch eine Stimmung. Also ich glaube, uns hören ja auch Coaches und Trainer zu, bestimmt. Dann auch da einfach mal ein Spiel, was wir nachher auch sagen, Ressourcenbeispiel. Machen, einfach im Training mal machen. Mhm. Ihr werdet die Stimmung von 0 auf 100 aufdrehen. Ja, es ist so klasse. Warum? Weil es so schön ist, für jeden zu spüren, worin bin ich denn gut? Ja, für jeden das auch zu sagen. Mhm. Und ich um darauf zurückzukommen, weil du vorher auch gesagt hast, wenn ein Kind nach Hause kommt mit einer schlechten Note, vielleicht gehen wir da nochmal rein. Ich meine, das Kind bekommt jetzt, ich nehme jetzt mal Geschichte. Geschichte? Genau, wir nehmen sonst immer oft andere Fächer, man kann alles Mögliche Deutsch nehmen, ja. Genau, und ich sage jetzt mal, ein Kind ist in Geschichte immer schlecht, ja, immer 4, 5, 6. Jetzt kommt das Kind, bekommt wieder eine 6 zurück von der Klassenarbeit. Hm. Und jetzt kommt es nach Hause, ja, und dann denkt sich die ganze Zeit, oh, ich bin so doof für Geschichte, ich kann das einfach nicht, ja, ich interessiere es vielleicht auch nicht, aber jetzt hat meine Mama sich extra Zeit genommen, hat das mit mir gelernt, hat das mit mir zusammen gemacht und ich
honoriere das sozusagen nicht, ja? Oder jetzt bringe ich ihr das und dann ist sie enttäuscht und dann ist sie traurig. Also das Kind trägt da schon ein ganzes Päckchen nach Hause. Ja, ich denke, das Kind beginnt schon damit und sagt, jetzt habe ich die Mama wieder enttäuscht. Boah, ich habe schon wieder versagt. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und so in diesem Sinne geht es schon nach Hause mit diesem Gefühl. Und so tritt es dann auch zu Hause auf. Und dann kommt die Keule der Mama oder des Papas, wer immer dann da ist. Und der sagt dann, boah, nee, jetzt bin ich aber enttäuscht. Das haben wir auch schon mal gehört. Ah, das ist ein ganz schlimmes Wort. Jetzt bin ich enttäuscht von dir. Und da will ich aber gar nicht so schnell drüber gehen, weil ich glaube, wir sind ja selber auch Eltern. Und wie ist es denn, wenn ein Kind nach Hause kommt mit einer schlechten Note? Ich meine, das ist ja noch nicht mal, dass also in den Eltern, Mama, also wenn ich jetzt von mir spreche, wenn Maxi eine schlechte Note nach Hause bringt, dann ist es bei mir auch so, dass ich sage, ja, hätte ich vielleicht mehr tun sollen. Ne? Jetzt bin ich auch noch Lerncoach, oh Gott. Hast du ein schlechtes Gewissen oder Schuld? Bin ich schuld daran? Mhm. Hätte ich ihn mal abfragen sollen? Soll ich ihm vielleicht ein Hobby streichen, was ich nie machen würde? Braucht er Nachhilfe? Also das sind alles so Dinge. Ich glaube schon, dass es bei vielen Eltern sowas entsteht, so hätte ich es besser machen können oder habe ich etwas versäumt, bin ich schuld dran, ja? Mhm. Und da ist uns ja immer so wichtig, hört auf von Schuld zu sprechen. Wir sind absolut überzeugt davon, dass ihr immer aus der besten Option handelt, was bedeutet, das, was ihr wisst, ja, das, was ihr machen könnt, wo wir immer sagen, seid doch froh, wenn es neue Ideen gibt, neue Tipps. Und da sind wir so dankbar, dass wir das jetzt mit diesem Podcast-Format auch weitergeben können. Wenn ihr diese Tipps hört und sagt, diese Tipps, Strategien, Techniken finde ich toll, die probiere ich aus, die setze ich um, dann mach es, dann hast du neue Möglichkeiten. Ja, aber die hast du vorher nicht gehabt. Ja, hört auf, euch in so einen schlechten State auch, zu bringen. Genau, ne? Also dieses, ich glaube auch, warum kommt die Keule, wie du eben gesagt hast? Ich verstehe das schon bei den Eltern, ich kann das absolut nachvollziehen, warum man dann die Keule ausfährt und sagt, boah, so geht's nicht weiter und dafür kriegst du jetzt dein Handy nicht mehr am Nachmittag oder so. Ja? Oder gehst nicht mehr zum Fußball, obwohl es so wichtig wäre. Oder ist Hausarrest oder ja, ich bestrafe dann mein Kind, was nicht zum Besseren führt. Sondern im Gegenteil, noch tiefer. Also ich drücke mein Kind letztendlich noch tiefer runter, obwohl es nicht die Absicht ist. Ja? Mhm. Die Absicht ist ja eher, ich will meinem Kind helfen. Klar, die Absicht war eine gute. Ist absolut gut, nur es kommt nicht beim Kind so an. Mhm. Und das da was zu entgegnen, und das ist eben auch, also zum Thema Noten und wie darauf reagieren, haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Gute Noten, gutes Leben, schlechte Noten, schlechtes Leben, genau. Auch so ein Spruch. Also es ist viel, viel wichtiger zu sagen, jetzt bauen wir mal die Ressourcen auf, die Stärken auf. Jetzt gucken wir mal, was kannst du denn super? Auch bei allen Kindern mit irgendwelchen Lerndiagnosen, ja, von denen wir wenig halten, weil sie eben, was immer passiert, das sehen wir bei allen Coaches und das sind jetzt schon über 1000 sicherlich, oder? Mhm. Oder 2000. Die wir schon hatten. Und da sehen wir immer, wenn wir die fragen, was hast du für Stärken, was kannst du gut, dann kommt oft auch gar nichts. Und gerade ADHS-Kinder ganz extrem, ja. Oder auch Lese-Rechtschreib-Schwache, ja, ich kann gar nichts, weil Lese-Rechtschreib-Schwäche zieht sich ja letztendlich auch durch jedes Fach. Ja, auch vermehrt die eine Diagnose bekommen haben. Ja. Genau. Ja, wird es noch schwieriger? So, wir beschreiben es ja dann auch oft so, dass diese Diagnose, was da passiert, ist wie, als wenn jemand auf die ganzen Stärken was drauf schütten würde und wir schaufeln das wieder frei. Wir holen das wieder raus. Wir zeigen wieder, worin sie gut sind. Und warum ist es so wichtig? Also warum sind wir solche Fans vom Ressourcenaufbau und finden ihn so immens wichtig? Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir tatsächlich wieder dahin kommen, uns zu stärken, Kinder zu stärken, dass sie wieder gestärkt in Prüfungen gehen, das Leben gestärkt meistern, fröhlich an die Sachen rangehen und nicht, dass Angst da im Mittelpunkt steht. Ja. Genau, was Angst immer ist, wir haben das ja auch in unserer Lerncoach-Ausbildung immer als
Zirkel, Frustzirkel beschrieben, den es auch, ich glaube, Professor Dr. Hüther hat es auch in einem Buch Hirnforschung für Kinder, glaube ich, ist in ähnlicher drin. Also Frustzirkel, was bedeutet, ich habe eine Negativerfahrung und mit welcher Erwartungshaltung gehe ich denn an die nächste Klassenarbeit zum Beispiel? Dann Geschichte. Ja? Dann denke ich mir, oh Gott, wieder Geschichte. Ja, dass ich beginne, dann die Gedanken zu rattern. Die Angst, genau. Oh Gott, nee, ich habe eine negative Erwartungshaltung. Ja. Ich habe Angst, mir wird schlecht, ich gehe in die Vermeidung. Ja, was Vermeidung kann sogar körperliche Auswirkungen haben, dass dem Kind schlecht wird, dass das Kind bricht, dass das Kind Kopfschmerzen hat. Wir haben ja welche, die sind eine Woche krank. Mhm. Ja, wo man sich mal vorstellen muss, dass wegen einer Klassenarbeit ist ein Kind eine Woche krank. Wirklich, also es ist ja nicht, ja, ne? Es bricht ja wirklich. Und ausgelöst alles aus diesem Kreislauf, den wir eben unterbrechen. Und als Lerncoach guckt man immer, an welchen Stellen setzen wir Interventionen. Und eine der wichtigsten nochmal, das ist dieser Stärkenaufbau. Und wenn ich eben sage, ich baue das Kind auf und sage, Mensch, guck mal, was du super kannst, ja, und dann war vielleicht letztes Jahr Geschichte, war toll, ja, hat das Kind vielleicht mal eine 2 geschrieben oder auch die anderen Fächer, ja, wo wir dann sagen können, da können wir doch mit arbeiten, du bist super in Englisch, ja, du bist super im Fußballspielen, du bist super im... Ist tatsächlich ein Tool, dass du so diesen Frustzirkel auch durchbrechen kannst, dass sie wieder gestärkt reingehen, dass die Gedanken sich verändern. Ich schaffe das beim nächsten Mal, ich bin stark, ich werde das schaffen. Sie gehen also mit einer ganz anderen Körperhaltung schon da rein und die Prüfung wird eine ganz andere werden als vorher. Ja? Sie sind unglaublich gestärkt, gehen sie rein, sie fühlen sich klasse, sie sind wissbegierig, sie wollen das machen. Gib mir die Prüfung. Ja, sobald sie sagen, das kann ich, das schaffe ich, und da können wir auch nochmal in einem anderen Podcast auch nochmal über Ziele von Kindern sprechen, ja, was ich auch mit meinem Kind für Ziele arbeiten kann, also das Kind, die Ziele fürs Kind oder vom Kind, weil das spielt da auch noch eine Rolle, aber der Stärkenaufbau ist genau wie du sagst, ja, es ist so, ich gehe mit einer anderen Power ran, ja, das können wir uns ja vorstellen, wenn, das ist ja auch, geht uns doch allen so. Natürlich. Wenn ich jetzt sage, wir sind jetzt am Wochenende wieder in Hamburg, Lerncoach-Ausbildung. Mhm. Ja, wenn ich sage, oh Gott, die Teilnehmer, oh, es wird wieder total schwierig. Ja? Dann regnet es noch. Dann wird es, oh, nee, es wird schön am Wochenende. Und es könnte zum Beispiel sein, es regnet auch noch und ja, mal gucken, dass wir die alle involvieren und oh, dass die das verstehen und dass die Stimmung, aber es wird alles sehr schwierig werden. Es wird schon schwer werden. Und wenn ich dann noch schlechte Erlebnisse habe, die wir Gott sei Dank nicht haben, aber na, das würde das ja alles nochmal verstärken. Und dann überleg dir doch mal, wie würden wir dann vor der Gruppe stehen? Genau, wie wirst du dann am zweiten Tag, den wir ja dann haben, wie wird es denn dann werden? Dann kommen wir schon mit so einem Rucksack von Erfahrungen, gehen wir in die nächste Aufgabe heran. Ja, wie stehen wir auch da? Also sicher, mit der Körperhaltung wirst du es merken, du wirst es bei der Atmung merken, du wirst es an der Sprache, an der Stimme merken, du wirst es an der Power merken, und das ist so, auch da, also für dich als Mama und Papa, ja, geht auch in eure Stärken, ja, das ist so, es ist so, ja, immer wieder so ein mächtiges Tool. Das heißt, was könnt ihr denn jetzt machen, so auch als Familie? Was wir zum Beispiel ganz gerne machen, und das ist ein cooles Ballspiel, finde ich. Das ist total cool, das haben wir schon mit allen gemacht. Ja? Haben wir sogar schon im Kino, also als wir unseren Vortrag im Kino hatten. Kannst du dich an Boppard erinnern? In der Kommunalakademie mit den Ausbildern. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Mit 70 Ausbildern haben wir es gemacht. Also es gibt keine Grenze, also es geht mit Sicherheit auch bei der Familie zu dritt und zu viert und auch zu zweit. Ja, haben wir auch schon gemacht. Und wie funktioniert es? Es geht praktisch so, wir nehmen immer so ein, ich sage immer Koschelball, ich weiß gar nicht, ob die halt wirklich so heißen. Man kann irgendeinen Ball nehmen, das soll nicht am Ball hängen. Es sollte weich sein. Genau. Und wir schmeißen uns den zu und jeder sagt immer den Satz, ich bin super in, und dann eine Stärke dahinter. Mhm. Zum Beispiel, ich bin super im, Michael sagt oft im Rosenzüchten. Weil du das immer sagst. Ich habe schon mal eine Rose gezüchtet, aber das ist jetzt für jetzt. Wer züchtet die Rose? nein, auf jeden Fall sagt dann jeder eine Stärke danach. Fußball spielen, lesen, kochen, backen, Wäsche waschen. Zuhören, trösten, zum Lachen bringen. Ja, alle Stärken. Es ist alles erlaubt, weil was sind Stärken? Stärken sind Fähigkeiten, sind innere Haltungen, sind, was sind es noch?
ja tatsächlich Talente, ja, also alles. Da gibt es auch keine Begrenzung. Und so, was ganz schön ist bei diesem Spiel, sobald jemand sagt, zum Beispiel kochen, wir denken immer in Verbindungen und Erinnerungen. Was kannst du denn gut kochen? Kommen wir in die Gehirnlehre noch ein bisschen rein. Und dadurch, dass wir immer in Erinnerungen und Verbindungen denken, sagt der eine vielleicht, kochen, ich kann gut backen. Ja, ja, und auch die erinnern sich auch nochmal, was sie wirklich gut kochen können. Ja? Und haben das an schöne vor Erlebnisse. Augen. An diese schönen Erlebnisse und dadurch allein wo schon. Wo dann auch jemand gelobt werden sie gestärkt, hat. Ja. Ja. Da hat sie gesagt, das habe ich gut gemacht. Ne? Ja, so, genau. Auch toll. Das ist toll. Also dieses Spiel ist deswegen auch so toll, weil es anregt, auch die Stärken laut zu sagen, für sich zu sagen, also auch für vor allem alle machen es. Mhm. Also in der Familie ist ja auch geschützter Rahmen, könnte man auch sagen. Und jedem fällt nochmal mehr ein. Ja. Und es gibt natürlich eine Regel. Ja, ja, du darfst das eine nicht nennen, was schon mal gesagt wurde. Genau, also die schon genannt wurde, ist weg. Mhm. Dann darf ich mir eine neue einfallen lassen. Und dann kann ich auch Skifahren, dann kann ich zum Snowboard fahren. Ja, und viele Schlitten fahren. Genau, malen, kreativ sein. Genau. Das ist mal ein Beispiel. Das ist so ein Stärkenbeispiel, was richtig toll ist, weil ihr ganz viele Ressourcen rausholt damit. Was wir noch machen mit Kindern, zum Beispiel bei unserem Wissensstaubsauger, ist die Stärken Sonne. Das heißt, wir malen eine Sonne, eine riesengroße Sonne auf Flipchart-Papier und da steht in dem Sonnenmittelpunkt steht, ich bin super in. Und auf die Strahlen nach außen wird dann geschrieben, worin die Kids gut sind. Die nennen die, also wir sammeln das gemeinsam, jetzt in dem Workshop-Format. Und dann macht aber jedes Kind selber sein eigenes Bild. Ja, und was ich auch noch schön finde, wir machen natürlich auch manchmal auch zusammen auch Fußballtor oder Lego-Stein. Genau. Also all diese Dinge. Das heißt eigenes Bild. Also genau. Verbinde es ruhig mit dem Hobby. Warum? Weil es nochmal genau. Bessere Gefühle macht. Wenn ich ein guter Fußballer bin, darf ich ein Fußballtor oder ein Spielfeld oder. Haben wir auch schon gemacht. Dann hat ein Junge hat ein Fußballtor gemalt und dann hat er oben drüber geschrieben, ich bin super in und in das Fußballtor seine ganzen Stärken. Also da haben wir praktisch auch diese Metapher genommen, komm, da schießen wir jetzt alle deine Stärken rein. Mhm. Ja, also auch das ist toll. Und das sagen wir immer, sollen die Kinder bei sich im Kinderzimmer aufhängen, sozusagen. Das ist auch die Sonne, die hinter jeder Wolke steckt oder jeder Sonnenstrahl, Sonnenschein, der hinter der Wolke steckt. Lass die Sonne scheinen im Kinderzimmer, weil da kann man auch abends, eine ganz tolle Übung, abends immer noch sagen, was war denn heute, was ist dir heute toll gelungen oder was fandst du denn heute, wo warst du heute gut drin? Oder super, also wenn super zu hoch ist, ist bei manchen, ich bin so jemand, manche sagen, der super ist zu viel. Ja, aber ich finde, ich kann super auch noch immer steigern und trotzdem hat da ja jeder sein eigenes Empfinden und kann das auch sagen, gut. Was noch eine schöne Übung ist, ist das Stärkenglas und das kannst du auch gerne mal, du findest es ja so toll, das Stärkenglas, oder? Ich finde das so toll. Ich habe es nämlich gerade neben mir stehen, ja, genau. Das Stärkenglas. Und es ist ganz oft, dass wir so reagieren. Und das kennt ihr sicher alle, dass wir reagieren auf den Partner, auf die Kinder. Die haben irgendwas gemacht und dann schreien wir los, weil wir projizieren direkt den Streit. Das Wort ergibt das andere und dann schreien wir rum. Und oft finden wir so, dass wir was gesagt haben und schämen uns so ein bisschen dafür. Das Stärkenglas nun dient dazu, dass wir nochmal alle Stärken des Kindes und auch der anderen da reinschreiben und uns, ja, am besten ist es durchsichtig, finde ich, ne? Glas ist ja meistens durchsichtig. Es gibt auch farbiges Glas. Es gibt Milchglas, ja. Es gibt auch farbiges Glas. Es gibt auch farbiges Glas. Und dass wir uns wirklich nochmal daran erinnern, was haben zum Beispiel die Kinder für Stärken, was bringen die alles mit? Genau, wir sagen immer, nimmt am besten so einen Notizblock mit bunten Zetteln, weil das sieht einfach schöner aus und schreibt pro Kind, also mal für ein Kind lauter Stärken, also pro Stärke ein Zettel, dass es ganz, ganz viele Zettel werden und faltet sie zusammen und schmeißt sie in das Glas. Wenn ihr mehrere Kinder habt, dann kann man ja Namen und erstmal das eine Kind, dann das andere oder parallel, das ist ja egal. Und kann man ganz viele Zettel schreiben und es ist wirklich sehr machtvoll. Also auch, wenn man wirklich, und ich glaube, die Situation hat jede Mama und jeder Papa mal, also auch ich, und ich sage, boah, jetzt könnte ich mein Kind gerade mal kurz an die Wand klatschen. An die Wand klatschen? Ja, es ist ja nur so ein Spruch. Ach so. Also wo man einfach weiß, boah, jetzt ich will jetzt gar nichts sagen, weil bringt jetzt auch nichts, ja. Aber es ist so ein Groll. Wut kommt auch von einem Groll. Und dann, wenn man dieses Glas sieht und drauf guckt, dann
schwächt das total, dieses Gefühl, weil du weißt ja letztendlich, oder wenn du da drauf guckst, kommen diese ganzen ja emotionalen Stärken oder was du aufgeschrieben hast, und das ist überhaupt eine sehr emotionale Übung, in die wir da, wenn man da reingeht, und das ist auch ganz nett, wir haben die auch im Kindergartenvortrag, wir vergleichen das manchmal. Übrigens, Eltern in einem Kindergartenvortrag schreiben für ihr Kind mehr Stärken auf, also mehr Zettel, als in der Schule. Schon interessant, aber ich weiß schon warum, weil in der Schule bist du halt mehr mit verschiedenen Themen und Problemen konfrontiert, oder? Ja, es geht um Leistung. Was für ein Quatsch. Ja, also wieder ein anderes Thema. Nein, also das ist auch ein ganz schön, dieses Stärkenglas, wenn es da steht, und das kann man auch als Familie machen. Man könnte ja auch so ein Mama-Papa-Stärkenglas machen, was die Kinder machen. Und man könnte ja so ein Kinderstärkenglas machen. Ein großes Glas kann man auch machen, ne? Ja, man kann auch ein gesamtes großes Glas machen. Man kann auch machen. Ein ganz großes durchsichtiges Glas nehmen. Man kann auch pro Kind, pro Mama-Papa eine bestimmte Farbe nehmen. Geht auch. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ja. Und mir ist gerade noch was eingefallen, weil... Also Stärkenaufbau, wir variieren. Also ich bin ja jemand, der immer gern Dinge anders macht und immer wieder anders macht. Wir waren mal, kannst du dich erinnern, in Weltenburg am Donaudurchbruch. Ich kann mich gut erinnern. Wieso lachst du jetzt, bitte? Weil wir da ein Video aufgenommen haben. Und es war sehr lustig, weil wir uns ständig versprochen haben. Das Video haben wir auch nie veröffentlicht. Weiß nicht, besser war's. Es war es wert, weil wir hatten ja wahnsinnig viel Spaß. Und was wir da gemacht haben oder was wir letztendlich tatsächlich filmen wollten, war auch zum Ressourcenaufbau. Da sieht man schon, wie wichtig es uns ist. Wir haben bestimmt schon einige Blogs dazu veröffentlicht, jetzt auch im Podcast und Video auch, dass wir die Steine genommen haben. Und also das ist da ja sowieso. Also wenn Steine draußen liegen und es fließt Wasser vorbei, ist immer so, dass die Kids oder auch Eltern die Steine reinwerfen wollen, oder? Immer. Und da kann ich auch sagen, ich kann den Stein noch werfen und sagen, ich bin super in und werf den mit voller Power. Das gibt noch mal mehr Power. Mhm. Ja, es ist noch mal, da steckt dann noch mal mehr Power in dieser Stärke. Ist auch cool. Ja, kann man auch richtig toll machen. Ich habe jetzt gerade mit Michael noch mal gesprochen, weil am Ammersee steht, glaube ich, in Herrsching drüben, steht ein Schild, Steine nicht in den See werfen. Ich glaube, das ist wegen den Schwänen, wegen den Armen. Oder den Enten. Da achten wir doch drauf. Vielleicht nicht alle. Weil so viele Steine werden da nicht reingeschmissen, dass sie wieder rausbuddeln müssen, oder? Und die Metapher finde ich schön. Also es liegen ja oft viele Steine da am Strand und das sind alles deine Stärken. Ja. Und das finde ich auch. Das ist auch eine schöne Metapher. Eine schöne Metapher. Wir haben auch schon mal Steine beschrieben mit Stärken. Haben wir auch schon mal gemacht. Also auch das kann man auch machen. Ja, nur mal auch für dich. Du kannst da viel mit experimentieren. Kannst auch erstmal die Sachen nehmen, die wir... Also wir werden auch die Stärkensonne und so ein paar Vorlagen in die Shownotes reinstellen. Dann so als Tipp. Das kannst du dann auch sofort verwenden, wenn du möchtest. Man kann es natürlich selber von Hand malen. Nur damit klar ist vielleicht, wie wir es meinen, dass es nochmal visualisiert ist. Dann ist es vielleicht einfacher. Und dann wünschen wir dir und deiner Familie so einen mega starken Spaß, weil es ist wirklich, ja, ich bin mir sicher, es wird richtig cool. Ich weiß es, weil es immer cool wird. Bei uns ist es auch immer cool, Stärkenaufbau. Stärken, ja, es ist super wichtig, tatsächlich für den ganzen Zusammenhalt innerhalb der Familie, für die Harmonie in der Familie und für jeden Einzelnen natürlich auch. Ja? Wenn ich gestärkt bin, wenn ich mich gut fühle, dann fühlen die anderen sich auch gut, weil ich positive Ausstrahlung habe. Das heißt, dass dieser Stärken-Podcast ist echt so, oder diese Stärken-Episode ist wirklich echt ein Motto, oder? Weil unser Podcast heißt der Happy in Harmony. Und es trifft's voll. Bingo. Voll. Ich werde das immer gesagt. Aus Wien, ne? Wenn er aus Österreich. Okay. Teilnehmer aus Österreich. Die jetzt vielleicht jetzt auch zuhören. Liebe Grüße. Liebe Grüße nach Österreich. Genau. Das heißt, ihr habt jetzt ganz tolle, oder du hast jetzt und ihr, du mit deiner Familie, habt jetzt ganz tolle Strategien für den Stärkenaufbau. Setzt sie um, probiert sie aus, strahlt. Schreibt uns gerne, wenn ihr auch ein Thema habt, was wir ansprechen sollen. Natürlich, Vorschläge, an Team Kritik, team@genialico.de.
Und auch wenn ihr Erfolge habt, ne, oder wie es euch gefallen hat, Anregungen, Fragen, dürft ihr gerne an uns schreiben. Wie gesagt, an team@genialico.de schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Und ja, richtig happy sind wir, wenn dir der Podcast gefallen hat und du ihn teilen magst, wenn du sagst, der ist sehr wertvoll und den will ich auch, dass meine Freunde, Bekannten, Verwandten ihn hören, weil die Tipps mir gefallen haben, umgesetzt haben und erfolgreich waren, dann freuen wir uns riesig und du weißt, uns ist es, und das wollen wir immer wieder betonen, uns total ernst. Ja, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Wir machen die Welt gemeinsam mit dir lernstressfrei. Genau. Und da sind wir echt dankbar, dass wir diesen Podcast dafür nutzen dürfen oder können und du uns zuhörst. Und deswegen sind wir dir riesig dankbar für eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Und vielen Dank dafür. Gerne auch mit Kommentar, den wir dann bestimmt auch lesen. Warum ist es so wichtig mit der Bewertung? Weil einfach je mehr Bewertungen, umso besser sichtbar. Das bedeutet, umso mehr erreicht dieser Podcast. Und das wünschen wir uns halt total, weil wir weitermachen. Jede Woche Donnerstag kommt eine neue Folge mit vielen Tipps. Immer rund ums Thema Familie und Lernen und Schule und Beruf. Also alles, was mit Lehren und Lernen zu tun hat. Und wir haben noch so viele Themen, ich freue mich drauf. Genau, fallen uns ja immer bei jeder Podcast-Folge, kommen wir immer wieder drauf. Ah, und dazu machen wir auch noch einen. Und es kommen bestimmt ganz viele noch. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig aufs nächste Mal. Ja, viele liebe herzliche Grüße. Und denkt bitte daran. Erfolgreich lernen. Ich bin damals schlau. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.